Bombenattentat bei Gipfeltreffen. Terroristen haben einen Sprengsatz während eines Gipfeltreffens gezündet. Viele Personen sind verletzt und unter Trümmern oder in Fahrzeugwracks eingeklemmt. Zudem sind Brände ausgebrochen. Bergen und versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Löschen Sie alle Brände. Verhindern Sie unter allen Umständen, dass sich die Brände auf noch intakte Gebäude ausweiten. Die Terroristen befinden sich noch im Einsatzgebiet. Spüren Sie die Terroristen auf. Nehmen Sie sie fest oder schalten Sie sie aus und transportieren Sie sie ab. Ja, und damit willkommen zurück zu Let's Play Emergency 4, liebe Freunde. Ihr seht, hier brennt es lichterloh und das heißt für uns Großraumtankfahrzeug. Ich sehe da oben schon welche, dann nehmen wir noch eine Drehleiter mit. Tanklöschfahrzeug kann auch nicht schaden. Natürlich haben wir auch hier wieder nur ein beschränktes Budget. Und in den Limousinen sind auch welche. Das heißt, dass wir auch das nochmal mitnehmen. Und wir brauchen tatsächlich, wer jetzt gedacht, ein Bergefahrzeug. Es wird eine schwierige Mission. Wieder einmal. Sage ich euch ehrlich, bin ich ehrlich mit euch. Schon unterwegs. Es könnte sein, dass sich in einer oder in mehreren der beschädigten Limousinen noch ein verletzter Fahrer befindet. Richtig. Das heißt für uns, wir holen die Schläuche. Weil wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass sich hier die Brände an der Rückseite ausbreiten. Sonst haben wir ein gewaltiges Problem. Genauso wie hier die Brände dürfen sich nicht ausbreiten. Es ist echt tricky und echt schwierig mit der Brandbekämpfung, sage ich ganz ehrlich. Das wird gleich kein Zuckerschlecken. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber gut, dafür sind wir da, das kriegen wir hin. Alles klar, was gibt's? Alles klar. Verstanden. Müssen wir erstmal so ein bisschen den Löschangriff hier koordinieren. Sonst kriegen wir massig Probleme. Ich hätte gerne einen Staub hier. Wie gesagt, jetzt ist erstmal wichtig zu verhindern, dass die Brände da hinten in diesen Wald reingehen. Wobei ich den Staub schon hier anschließen würde. Wobei wartest du jetzt damit und gehst du dann schon mit aufs Hauptgebäude. Hier das schon mal. Wie gesagt, jetzt ist alles so ein bisschen zeitgleich koordinieren. Es wird nicht ohne, das sage ich jetzt schon. Plus, wir haben noch 10 Verletzte hier, falls ihr unten schauen könnt. Gut, den Baum nehmen wir. Fehlt nur noch das Hauptgebäude, was gelöscht werden muss. Oh, dann haben wir die Brände ja doch schon gelöscht. Na gut. Soll vorkommen. Dann rufe ich schon mal das SEK. Heute brauchen wir tatsächlich nur 4 Schützen. Ich weiß nämlich genau, wo die sind. Sie haben alle Brände gelöscht. War ein hartes Stück Arbeit, aber sie haben es geschafft. Oh, das geht so schnell. Gut gemacht. Das hatte ich schwieriger in Erinnerung, das sage ich ehrlich. Das hatte ich alles schwieriger in Erinnerung. Okay, gut, wir müssen den Leuten helfen. Wird gemacht. Schon unterwegs. Heißt für uns, die Rettungswagen erstmal hier hin. Du dahin. Dann schicken wir 2 Rettungswagen hier hin. Einen noch dorthin. Schon unterwegs. Das wird jetzt heftig. Fahrzeug 5. Kann ich jetzt schon sagen. Alles klar. Das müssen wir zur Seite räumen. Aber ich weiß, wo die Terroristen sitzen. Okay. Also so habe ich das immer gemacht, wenn es hieß, ich muss mir jetzt diese Terroristen holen. Das seht ihr jetzt auch gleich, relativ schnell.
Sofort. Fahrzeug steht. Fahrzeug 9 hört. Ja, ist in Arbeit. Fahrzeug 11 hört. Jawohl. Aufsteigen besteht. Fahrzeug 10 hört. Das wird jetzt nämlich ein ziemlich heavy Einsatz für die Notärzte, kann ich mal verraten. Fahrzeug 5 hört. Na! Wo können wir das Ding hinlegen? Ach doch. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 6 hört. Ja? Wird ausgeführt. Fahrzeug 6 hört. Der zweite kriegt die Blendgranate. Zu Befehl. Gleich wird's schwierig. Ja? Bin unterwegs. Das kann ich jetzt schon versprechen. Das wird jetzt kein Zuckerschlecken. Ich würde sogar sagen, dass sich noch ein zweiter eine Blendgranate holt. Und alle Polizisten schön hinter das Auto. Hoffen wir mal, dass das... Das war nämlich mal eine Zeit lang so, dass das Spiel dann auch durchaus abstürzt, ja, nun mal. Wird ausgeführt. Was gibt's? Bin unterwegs. So, die erste Fuhre Verletzter kommt weg. Fahrzeug 10 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Bahn. Was gibt's? Auf dem Weg. Fahrzeug 9 kehrt zurück zur Bahn. Bin unterwegs. Ausgeführt. Okay. Ja, auf dem Weg. Ich bin unterwegs. Wird erledigt. Fahrzeug 5 hört. Dich brauchen wir vielleicht noch, das weiß ich gerade leider nicht. Fahrzeug 11 hört. Kehrt zurück zur Bahn. Wir können auch gleich einfach die Terroristen triggern übrigens. Bin unterwegs. Ende. Schauen wir uns dann gleich in Ruhe an. Fahrzeug 8 hört. Fahrzeug 6 hört. Höre. Zu Befehl. Komm, wir wissen, dass ihr da drin seid. Probieren wir gleich einfach das Haus von denen zu stürmen. Höre, bin unterwegs. Alles klar. Okay, wir brauchen hier nochmal zwei Rettungswagen. Jawohl, Fahrzeug 8 kehrt zurück zur Basis. Was gibt, wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Ja? Und da hinten gleich bei den Soldaten. Ist okay. Einen. Ja. Kriegen wir den noch versorgt, bevor sich die Terroristen da aus dem Staub machen wollen? Ja. Das ist ja feierlich. Nein, da kommen sie. Ja, bin unterwegs. Fahrzeug eingetroffen. Wo sind meine Granatenwerfer? Fahrzeug eingetroffen. Achtung, ein verdächtiger Kleintransporter versucht das Einsatzgebiet zu verlassen. Oh. Unbedingt aufhalten. Natürlich fährt er den nur über den Haufen. Fahrzeug 6 hört. Ja. Genau, bringt euch am besten gegenseitig um. Okay, alle Terroristen geschnappt. Das ist jetzt der Fall. Höre, sofort. Okay, was gibt's? Alle Terroristen sind entweder ausgeschaltet oder abtransportiert. Sehr gut. Aussteigen besteht. Gut, der wird als erstes versorgt. Mir tut's um das zusätzliche Opferleid, was über den Haufen gefahren worden ist, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Das war so nicht geplant. Jawohl. Sehr gut. Dann kriegt jetzt jedes Opfer seine Versorgung. Das ist sehr gut. Damit ist die Opferversorgung sichergestellt. Ab jetzt kann's keine Toten mehr geben. Sehr schön. Ja. Der hat den genau in den Hydranten gefahren. Gemeinheit. Was gibt's? Rücksichtsloser Fahrer, sage ich da nur. Kein Respekt vor der Straßenverkehrsordnung. Ja gut, das ist ein bisschen schwer, gebe ich zu, wenn du auf der Flucht bist, dich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, wenn du gerade einen Haufen politischer Anführer da mit einer Bombe über den Haufen geballert hast. Da interessieren dich so eine Straßenverkehrsordnung, könnte ich mir vorstellen, reicht dich wenig. Gut, die sind fit. Bringt sie zur Nachuntersuchung ins Krankenhaus. Sehr gut.
Wie sieht's mit euch aus? Das sieht gut aus. Ab dafür. Die beiden noch und dann Gratulation, ihr habt das Bombenattentat beim Gipfeltreffen gelöst. Ganz sauber, ganz cool. Muss ich das Ding abschleppen? Nö. So, alle Terroristen abgeführt, alles abgeführt, alle Brände gelöscht. Gratulation. Besser konnten Sie den Einsatz kaum bewältigen. Sogar die Terroristen haben sie souverän abgefangen. Ich gratuliere. Genau. So funktioniert das. Und das war's dann auch schon wieder. Das war Mission 6, Bombenattentat bei Gipfeltreffen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Da geht's erstmal wieder in die Stadt ein bisschen arbeiten, neue Fahrzeuge kaufen und so. Und ja, bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.